Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part des 2021 Let's Plays von Champions of Regnum. Ja, ich habe natürlich wieder ein bisschen trainiert. Wie man unten sieht, bin ich jetzt so ziemlich bald Level 49. Und ich habe vor allem gecraftet, bin jetzt hier über die Mauer gestürzt und bin auch ein bisschen AFK gegangen. Und ja. Man konnte halt noch ein bisschen Schaden über. Ist ein bisschen unrealistisch, weil ich so in einem Zwischenfenster, man sieht es leider jetzt nicht mehr, so einen Zwischenabteil auch runtergesprungen bin und da keinen Schaden bekommen habe, wo höher ist als danach vom Zwischendach runter auf den Boden. Ist ein bisschen sehr unrealistisch, das Schadensystem, Fallschaden. Auch, dass natürlich jede Kante arschglatt ist. Ja. Gut, jo. Und ich habe ja letzten Part auch gesagt, es könnte sein, dass ja immer noch Alsius eigentlich relativ unbeliebt ist, also weniger hat als die anderen. Und das habe ich bei Sentinel nachgeschaut, das ist wirklich so. Sie haben mit Abstand am wenigsten Drachenwünsche, Invasionen bei den anderen und so weiter. Sind halt meistens so um 4 Uhr morgens am aktivsten und dann bekommen sie auch ein paar Invasionen, also zu den anderen rüber. Jo, gut, ich brauche nämlich Kohle sehr viel, deshalb sammle ich jetzt gerade noch kurz hier ein. Jo, morgen kommt mein Mikrofon, leider ist das wirklich jetzt noch nicht so weit heute gewesen, es kommt erst morgen. Aber gut, dann habe ich natürlich auch sehr gute Qualität. So. Einer hat auch gesagt, dass eben ja eigentlich Regnum es verpasst hat, wirklich gute Updates rauszukriegen, rauszubringen. Und jo, das stimmt. Also es hat sich sehr wenig getan in den 14 Jahren, wo das Spiel schon draußen ist. Jo, aber dennoch ist es schon damals einer der besten MMORPGs gewesen. Es war ja Gamigo, die ja, das Spiel eigentlich gepublished haben. Und die haben es einfach verpasst, da auch dran zu bleiben. Ja, ich kann jetzt, glaube ich, nicht so gut kämpfen mit den Beschwörungen. Wir müssen nochmals. Wisst ihr was? Wir gehen mal kurz in die andere Warzone. Dann machen wir das im nächsten Part. Oder vielleicht auf YouTube dann Livestreams mit dem neuen Mikrofon. Mal schauen. Auf Twitch geht natürlich alles besser mit den Plugins und so weiter. Aber gut. Jo. Auf YouTube ist natürlich viel mehr los mit den Champions of Regnum. Also vor allem die Spanier, die machen nur dort Videos und so. Und keine Livestreams, nie. Ja, Kalmarinsel müssen wir. Und hier gibt es oben einen Balken, der füllt sich und wenn der Balken voll ist, gibt es irgendwas. Ich weiß leider noch nicht was. Ist leider wieder sehr leer, oder? Ja, ist alles leer. Der Balken ist leider so winzig für mich. Ich glaube, ihr seht es besser. Ich habe so einen blöden Fenstermodus. Es gibt halt nur Vollbildmodus, Fenstermodus und Fenstermodus aus Vollbild. Und da wird halt einfach unten der Erfahrungsbalken und oben der Anzeigebalken vom wie weit die Kalmarinsel erobert wurde, weg. Leider. Also ihr seht's. Ich sehe es auch, wenn ich ganz nach links schaue, aber da schaue ich während der Aufnahme natürlich nicht so gerne hin. So, wir holen einfach noch kurz. Wir müssen nämlich an zwei Kisten vom roten Turm und vom gelben, grünen Turm, sorry, hin, um eine Kiste eben zu plündern. Und das ist nämlich hier Allerheld-Turmkiste. Jetzt weiß ich gar nicht genau, was Allerheld ist, ob das jetzt das Grüne vom grünen Turm oder vom roten Turm ist. Mist. Wir versuchen es einfach mal. Es sind nicht immer so viele Spieler da. Da kann man nicht locker
irgendwie hier durch. Aber hier ein bisschen unten durch. Diese Baumsäfte könnte ich auch noch mitnehmen. Nehme ich jetzt auch mit. Geht ja schnell. Jo. Also morgen geht es so richtig los mit den Livestreams. Das ist das beste Mikrofon, das ich von den Bewertungen kaufen konnte. Alles andere ist von den USA und das kann ich nicht importieren. Außer mit mega vielen Mehrwertsteuern, das möchte ich nicht. So, wir müssen hier genau entlang. Jetzt gehen wir einfach mal hinten durch. Also zwar ist hier die Verbindung von innen zu ihrem Turm, aber dort steigen sie nie ab und deshalb kann man die auch relativ gut ausweichen. So, ist leider nichts los. Der Sound ist irgendwie auch nichts los. Geh mal los. Ich glaube, es ist keine Musik in diesem Gebiet. Ja, der NPC beschießt uns schon. Ach bitte. Wie viel Reichweite die haben? Das wusste ich gar nicht genau. Ja. Naja, wir warten jetzt, bis jemand etwas blinkt hier. Und eben hier gibt es überall Kohle. Können wir alles noch einsammeln? Ich habe lange gebraucht, bis ich hier gefunden habe. Also, ich bin halt nie in die Ecken gegangen. Und die sind leider immer in den Ecken. Also zwischen Alsius und Syrtis. Türmen gibt es keine, dort ist viel zu viel Wasser. Vielleicht sieht man es ja. Also hier ist überall Wasser. Also sind hier, hier und hier Kohle. Und wo noch Kohle ist, ist hier Trelleborg Verwerfung. Und irgendwo im Anfängergebiet. Genau, weiß ich es nicht mehr so. Ja, auf jeden Fall gibt es viel zu wenig Kohle. Also hier ist alles Kohle weg. Es gibt keine Kohle mehr hier. Hier müssen wir noch hin, genau. Und sonst halt einfach Spieler töten und wenn halt jetzt wirklich nichts ist. Ja, müssen wir das einfach dann vielleicht morgen in einem Livestream machen. Nicht runterrutschen. Okay, da wird irgendwas kaputt gemacht. Ist nicht hier, ist beim Südenturm wahrscheinlich. Ich hoffe nur, dass es die Eisen sind. Sonst haben wir ein Problem. Auf jeden Fall habe ich was in diese Richtung gehört. Ich habe halt 7.1. Da hört man natürlich ein bisschen mehr, in welche Richtung es ist. Ja. Ich hoffe. So ein Yeti-Mensch, ich weiß nicht, wie die heißen. Hä? Du musst von hinten angreifen, ne? Ja, es ist ein Eisen. Sehr gut, Dankeschön, Björn. Eisenzeit. Ich habe leider nichts. So, bei den anderen kann ich natürlich auch Dinge einsetzen, aber die habe ich aufgespart.
Also kann ich jetzt nicht. Ja, die können angreifen, aber. Hey. So. Ja, wir machen leider viel zu wenig Schaden. So, haben wir Robert. Ja. Ah, Kamera, wie schlimm du bist. Ah. Ey, ich mag das Spiel riesig, aber. Genau, wir haben genau den falschen Turm jetzt. Wir können jetzt gerade hier nichts mehr machen. Jo, aber der Turm gehört uns bald. Dann ist er runtergesprungen und was macht er? Er macht einen komischen Lärm. So wie es aussieht, hört ihr es gut, ich höre es nicht so gut. Ja. Okay. Muss einfach viel lauter stellen bei mir. Okay, gehen wir nochmal kurz nach oben. Ja, jetzt müssen wir einfach nochmal warten, bis wir den hier auch erobern. Oder wenn wir es schaffen, den anderen Turm auch einzunehmen, haben wir 4 Minuten oder 5 Minuten, um ja, zu erobern. Er ist schwer. Schade, dass er Ritter ist. Als Barbar könnte er viel mehr. Ach komm, ey. Einen Meter runter und schon 47 Schaden. Und diese lange Ladezeit. Also einfach einmal ausspähen, ob jetzt nochmal jemand kommt oder so. Oder es irgendwo Ecken gibt. Der andere muss natürlich noch dort bleiben. Ah nein, kommt auch, okay. Aber er blinkt halt noch, er ist immer noch grün. Hm. Jetzt muss er nochmals. Ja, genau, das wollte ich nicht, dass ich angegriffen werde. Vielleicht muss ich doch den Leash nehmen. Hm. Ja, die Barrikaden haben für zwei Defensive natürlich ein bisschen zu viel Leben. Naja. Genau, wir müssen hier in die Richtung. Ich tue ihn gleich mal fesseln. Ja, er ist Nahkämpfer, also muss ich doch stunnen. Also, dass er nicht mehr angreifen kann. Okay, sehr gut. Okay, auch ein Beschwör. Wieso gibt es nur Defensive in diesem PvP-Ding-Gebiet? Hm. Weil immer so ein Ritter, so ein großer. Weiß ich, Hasenmensch oder so. Weiß nicht, was es sind. Schön. Die greifen natürlich an. Ja, da habe ich natürlich keine Chance. Ist nur das Gift, glaube ich, gewesen. Und ja, Schlangenbiss natürlich noch. Blitz. Ja, ich glaube, der hält es auch nicht länger aus. Der andere ist wahrscheinlich sofort tot, der andere Beschwör. Ja. Sind halt immer zahlenmäßig viel mehr. Okay, dann mache ich das einfach, diese Quest. Natürlich, wenn ich kann. Ich denke, morgen im Livestream.
Und jetzt nicht in dieser Zeit, wo viele Syrten hier sind. Also am Abend ist eigentlich immer Syrtis Zeit, weil die einfach zahlenmäßig überlegen sind. Und so eigentlich früh am Morgen, ich muss sowieso um 8 Uhr morgen aufstehen, wahrscheinlich kommt ungefähr um 9 Uhr das Paket. Und sobald das Mikrofon eingestellt ist, das ist halt immer ein bisschen schwierig, da die richtigen Töne und alles zu finden. Dass ich natürlich auch nicht so viele Nebengeräusche habe von der Tastatur oder vom Gamepad dann für Forza Horizon 5. Ja, muss ich dann einfach noch schauen und sobald ich eigentlich fertig bin, fange ich mal bei YouTube an zu Livestream von Champions of Regnum. Gut, und jetzt ja, immer in der Nacht um 12, 1 Uhr kommt ja eine Folge Regnum ab jetzt. Also der erste Part ist ja schon vor 12 Uhr gekommen, weil eben die beste Zeit ist halt am Abend. Und dann tue ich das Video sofort hochladen und dann habt ihr es eigentlich ja, relativ live. Weil das Hochladen geht nicht lange, aber ihr werdet es dann nur auf 360p schauen können und die meisten mögen das nicht, deshalb tue ich das noch verarbeiten lassen, bis 1080p 60 FPS möglich sind. Und jo, dann habt ihr die beste Qualität schon. Dauert halt meistens so 2-3 Stunden, weil YouTube das nicht schneller machen kann. Verstehe ich auch nicht wieso. Aber es hat YouTube. Naja. Also hier irgendwo ist einer mit einem Fragezeichen, wahrscheinlich vorne dran. So. Okay. Level up, hä? Ja. Level 49, genau. So, wir haben aber einen Stein mehr von Ignis, okay. Ich weiß es auch nicht. Also Allerheiturm, 2 von 5 unterschiedliche Syrtis-Spieler, 5 Spieler aus Ignis, 5 Spieler aus Syrtis. Besiegt einen unterschiedlichen Spieler von Syrtis. Das machen wir alles, ich denke gleich. Wir müssen aber noch nach Monsognir, um dort eine Quest anzunehmen. Wahrscheinlich auch wieder eine Spielerquest, deshalb lieber zuerst das machen. Weil ich kann ja eine längere Folge jetzt dieses Mal machen. Genau. Und sonst kommt das Video halt erst morgen. Also richtig morgen. Wenn ich jetzt zu lange brauche. Oder ich tue es über Nacht einfach so betiteln, dass das Video noch verarbeitet wird. Genau. Kann ich Seite schon hochladen. Ja, und jetzt haben wir erst 18 Minuten, okay. Also, dann machen wir schön morgen im Livestream dann. Ja, Schlachten. Ich hoffe, die Forts und so sind dann wieder offen. Weil in Argentinien, nach Argentinien oder nach Chicago oder Las Vegas, nein, nicht Las Vegas, Los Angeles, irgendwo sind die Server. Und die werden natürlich nach denen gezeigt, also 6 Stunden, ja, ich sag 8 Stunden oder 9 Stunden. Früher ist es dort. Und deshalb gehen die Server meistens erst um 1 Uhr, 2 Uhr nachmittags auf. Also die Server sind immer offen, aber ich meine einfach die Warzone, das Einnehmen dieser Forts und der Schlösser. Das sind mit 2 Forts, ein Schloss, 2 Forts. Ja. Und ja. Werden wir dann sehen. Wir müssen ja nur Spiele töten, wir müssen keine Forts einnehmen noch. Alvin, okay, eine Barbarin. Hier im Auktionshaus habe ich auch schon geschaut wegen Rüst, also wegen Robben.
Aber ja, die kosten zwischen 5 bis 10 Millionen und ich habe, glaube ich, 4 Millionen. Ist natürlich noch nichts, ja, 4,4 Millionen. Naja. Also hier haben wir ganz viele verschiedene Quests noch. Wir nehmen jetzt einfach mal, also die grüne ist die Ximeralt Quest, die nehmen wir nie an. Okay, eine Robe des bevorstehenden Sieges. Pedihertbeck, die ist da vorne, aber wir müssen jetzt mal kurz rein. Wir können vielleicht die Quest auch noch annehmen. Okay, ja, dann machen wir einfach morgen ab Livestream oder im nächsten Part dann Reichsschlachten. Wir könnten. Wir machen jetzt zuerst mal die Quests. Also wir schauen, ob die Quest jetzt irgendwelche Monster besiegen ist, sonst können wir direkt nach Skolheim. Ja, ist ja nicht so weit weg. Und genau nach Birka. Dann gehen wir nach Skolheim. Und dann können wir eigentlich direkt wieder in die Warzone dort reingehen. Können wir dort noch ein bisschen, ja. Ich denke, 30 Minuten ist schon gut. Also, haben wir noch 12 Minuten. Ja, also in Champions of Regnum ist so, sobald zwei oder drei angreifen, es wird so viel gestunt, dann haben wir einzelne oder zwei keine Chance mehr. Das ist das Problem. Und daran liegt es auch, dass es nicht beliebt ist, das Game. Weil die Spieler wollen auch mal 1 gegen 2 gewinnen. Aber sie können es nicht, weil alle Klassen können so viel stunnen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch zwei relativ Stuns dabei. Aber zum Beispiel ein Schütze hat, glaube ich, 5 Stuns. Und sogar ein sehr langer uns. Das ist einfach richtig gemein. Also ein Hexenmeister hat natürlich schon viel Chancen gegen zwei Beschwörer und einen Ritter. Das ist einfach so. Und ja, da konnte ich natürlich mit meinem Low Level natürlich überhaupt nichts dagegen aussetzen. Ich musste fliehen. Ich musste eigentlich auch dem Ritter folgen, damit er mich beschützt, aber er hat lieber irgendwie etwas anderes gemacht, als die Spieler angegriffen. Deshalb bin ich dann auch gestorben. Vor allem wegen den Dots. Dots sind unglaublich stark. Also Gift vor allem. Diesen einen Stun, irgendwas Odem oder so etwas. Der schaltet man frei, wenn man Warmaster ist. Und das bin ich natürlich noch lange nicht. Also da hat man einfach das Problem, dass die Entwickler das einfach eingefügt haben. Dass nur natürlich wirklich Suchtis machen können. Und dann so heftig stark. Also ich glaube diesen, ja genau, Sultans Terror ist das, glaube ich. Der ist so unglaublich stark, weil der Stun, der wirkt, glaube ich, 8 Sekunden. 6 oder 8 Sekunden, aber sowas von unglaublich stark. Ich meine, in keinem anderen Game sind Stuns so lange. Es ist einfach unglaublich nervig, wenn man die ganze Zeit am Boden sitzt und nichts machen darf. Das sind die Entwickler selber schuld. Die Spieler wollen das gar nie. Und die Fans sagen so, nee, 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 es ist schon wieder etwas auszuschätzen und so. Ja. Ihr müsst einfach wissen, wenn jemand so bei mir im Kanal so redet, vor allem mit na na na, mi 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 oder so, der wird sofort blockiert. Ich mag solche Sachen echt nicht. Wenn ihr Fans seid, dann solltet ihr eure Münder oder eure Tastaturen halten. Weil Fans sind sowieso eigentlich genau die, die andere Leute aus dem Spiel vertreiben. Weil sie die ganze Zeit natürlich perfektionistisch sein müssen für das Spiel, immer das Beste wollen. Genau solche Leute brauche ich echt nicht. Ihr dürft zuschauen, aber bitte macht's nicht. Es sind sowieso jetzt auch die Dislikes weg. Also,
Auch wenn eben die Fans dann nicht dürfen schreiben, also sie machen natürlich normale Äußerungen und so, sie verstehen es auch, die Kritik und so, dann ist klar, dürfte natürlich gerne bleiben. Aber ja, sie sind schon, also vor allem auf Krankheiten und so, sprechen sich schon extrem böse an. Ich habe ein bisschen erzählt, dass ich ein bisschen Asthma habe und deshalb manchmal ein bisschen, ja, so rede, als würde ich keine Kraft haben oder so. Und das ist klar. Darf man ja. Heutzutage ist jeder Perfektionist und auf ein anderer darf ja nicht irgendwie etwas schlechter haben. Tja, ist halt so. Man sieht's ja, wie es ist. Das Spiel. Es hatte eine der schlechtesten GameStar-Wertungen bekommen. Damals noch. Und wenn sie jetzt das nochmals testen würden, also wenn jetzt die Spielerzahl steigen würde und die Entwickler, die GameStar-Tester würden das Spiel nochmals Ding, dann würde das wahrscheinlich noch nicht besser sein. Also, ich mag's. Ich sehe auch die Negativpunkte nicht so. Aber ich muss natürlich erzählen, was und was jetzt nicht so gut ist. Damit vor allem die Entwickler es besser machen können. Ich tue kein Spiel kaputt, ja, sagen. Ich sage nur die Wahrheit. Wenn die Spiele mal ein bisschen, also das Spiel mal ein bisschen schneller sein würde, dann würde ich ja nicht gerade so viel Negatives sagen müssen. Es ist vor allem diese unglaubliche Langsamigkeit. Ja, jetzt hast du wieder. Oh, jetzt muss ich dorthin in 4 Minuten. Ja, es geht schon. Aber ich werde sicher abgefangen. Jetzt hat plötzlich. So was mag ich gar nicht. Ja, jetzt geht. Das hat schon wieder hingegangen. Aber genau jetzt, wo ich's. Ja, jetzt mache ich aber den Part noch ein bisschen länger. Damit beide Türme. Ja, die Kisten von den Türmen holen kann. Also, ich muss sie nur öffnen, irgendwie. Ich weiß nicht, für was die Quests sind. Es ist nur interagiert. Man muss gar nichts sagen. Okay. Ja gut, an einer Stelle da beim Alysios-Turm gibt es ganz viele von diesen Leashs. Die haben die einfach so zugespammt. Okay, es ist genug zum Glück geschützt. Es ist aber eben niemand hier. So. Aha, da gibt es Exemerilt. Ladung für was? Keine Ahnung. Ja, die Quest-Dinge sind auch nicht so gut. So, noch 2 Minuten. Aber das Ding, es ist immer noch uns. Aber es könnten ein paar da sein, ja. Von hier. Bitte, bitte, schieß mich hier ab. Okay. Nein. Ja, die wissen, dass ich nur queste. Gut, dann haben wir es geschafft. Jetzt geben wir es noch ab. Jetzt gehen wir einfach hier durch bei den Syrten. Weil die meisten wollen ja sowieso nur die Türme, die wollen andere Spieler gar nicht killen. Wir sind keine Gefahr, darum haben sie uns nicht angegriffen. Ganz klar. Die warten jetzt einfach, bis die Türme wieder ihresgleichen gehört. Ja. So, jetzt müssen wir leider noch ein bisschen links. Aber hier gehen halt die Spieler nie durch. Die gehen immer nur bei den Wegen durch. Außer der eine Yeti da von gestern. Der ist mit mir im direkten Wege gegangen. Es war ihm wahrscheinlich zu langweilig, alleine zu gehen oder irgendwie in Schutz. Ja, Beschwörer sind halt sehr, sehr beliebt.
Also so wie ich gesehen habe, gibt es viel zu wenig Beschwörer und vor allem Ritter. Also Ritter habe ich ja angefangen im alten Let's Play 2019, 2020. Und ja, da muss man halt Items haben, sonst macht man viel zu wenig Schaden. Vor allem an Spielern natürlich, aber man levelt halt extremst langsam, wenn man viel zu wenig Schaden macht. Ja. Kann man nichts machen. Hexenmeister habe ich ja auch gespielt. Da habe ich mit dem Hexenmeister, mit der Kirasami angefangen. Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich lange den Ritter dann noch gespielt. Und den Jäger. Ja, die Playlist kann ich ja mal unten verlinken, die alte. Die neue ist unter dem Video in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf dem Handy seid, ich schreibe es auch noch unten in die Kommentare. Alt und neu zum Beispiel. Ja. Und es gibt natürlich auch von 2012, von 2015, 16 oder 17 noch ein Let's Play davon. Ich habe schon viel das Spiel unter die Lupe genommen und natürlich auch sehr viel RVR gemacht. Und wenn ihr mich unterstützen wollt oder ihr gerne eine Gilde oder so gründen wollt, ich kann halt nicht Gildenleader sein, weil ich nicht so viel spielen kann, dann könnt ihr das gerne machen. Ich unterstütze euch in jedem Angebot. Ja. Wir sind alle Spieler, wir sind einfach im Spiel, halt manchmal vielleicht gegeneinander oder so. Aber bitte, einfach gemäßigt, gell? Und wenn ich gestreamt sniped oder so werde, das ist mir scheißegal. Könnt ihr machen, wenn ihr es unbedingt wollt. Aber eben, es hat mich damals auch ein bisschen gezwungen aufzuhören. Weil die Leute über mich eigentlich jeden angegriffen haben. Ja, die Profis, die müssen halt unfair spielen, damit sie überhaupt noch Profis werden können. Genau, hier ist's. Also noch Profis sein können. Und ja, also bitte Bodyguards. So, abgeschlossen. Genau, es ist mir ein Rätsel, wie ich das geschafft habe, genau. Okay, mit einem Schneider. Da ist er. Einen Zwerg, der Gimli. So, da ich jetzt auch nicht Crafting machen kann, wegen, ja, ich muss jetzt erstmal diese Quest noch haben. Nicht diese. Diese. Ja, werde ich jetzt einfach mal noch Xymerin sammeln. Jetzt habe ich heute schon 23 Stück gesammelt. Hier von der heutigen Belohnung eine Xymerin-Box habe ich Erfahrung plus 50 bekommen. Jetzt kaufe ich mir gleich noch ein paar Drop Booster. Drop Chance 200 wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Also ich tue jetzt mal einen 200er und dann mal einsetzen, wenn ich Zeit habe, morgen vielleicht im Livestream. Und dann werde ich mehr kaufen. Ich werde jetzt nur einen kaufen. So. Gut, dann war's das mit dem zweiten Part. Ah, jetzt habe ich hier noch die Tiara. Ah, die ist nicht so gut, genau. Ja, Feuerschaden ist natürlich 1% mehr. Genau, der Stab ist besser. 50 bis 80. Ja. Ja, wegen dem Feuerschaden. So. Oh, cool. Was ist denn das? Sehr stachelig mit einem Rubin vorne dran. Nice. Sieht ein bisschen ägyptisch aus oder so. Auf jeden Fall cool.
So, 35 Minuten lang. Dankeschön fürs Zusehen und bis morgen im Livestream. Tschüss.